Hessen Motorshow 2023. Wir legen los. Jetzt sag mir nicht, dass da dran bleibt. Das beste Messeauto. Der gute alte Manta von Berti. Egal. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Wenn ich an dieser Stelle stehe, wie letztes Jahr genau die gleiche Stelle, haben wir hier angefangen mit unserem alljährlichen Essen Motor Show Rundgang Video. Eigentlich hatten wir vor, dass wir das auf seriös machen, einen Teil. Das heißt ohne und eins mit. Aber wir haben so viel Spaß, dass wir beide mitmachen. Ja, wir können ja noch spontan entscheiden. Wir gucken mal. Wie? Ja, wir gucken mal. Willst du es rausmachen oder was? Wie was? Willst du das Mikro raus? Ja, ich pixel das einfach die ganze Zeit. Ach so, okay, nee. Klar. Nee, aber vielleicht machen wir noch ein zweites. Ja, kann man machen, kann man machen. Auf jeden Fall, wir, hallo. Hi. Hallo, die beiden Damen sind auch da. Schaut mal, hallo. Also, wir ziehen los und gucken uns ein bisschen um, was wir so wunderschönes finden auf dieser wirklich tollen Motorshow 2023. Es wird lustig, es wird spaßig, wir können viel gucken, es ist sehr viel BMW da und werden einfach mit Menschen ein bisschen Spaß haben. Richtig, Runte? Ja, cool wäre auch, wenn du diesmal nicht auf den Mute-Knopf drückst und wir deinen Ton haben die ganze Zeit. Habe ich das letzte Mal? Bei den Museumsvideos. Ja, das war, nee, ja. Das war nicht meine Schuld. Ihr habt gerade gesehen, diese Szene, wo ich so die Hand in die Tasche stecke, da habe ich das Mikro ausgemacht. Ja, natürlich. Oh, okay, gut. Okay, dann links oder rechts rum? Ich weiß nicht, ob es noch Monster beim Fox-Stand gibt. Also das ich habe einen schon drin. Ja, ich habe auch schon zwei drin und einen Klopfer. Ich deswegen deine Augen enorm glänzen. Nee, das wegen dir. Okay, oh. Los geht's. Willst du erst Monster wirklich? Ja, klar. Okay, komm. Ich finde den Alor-Stand wirklich sehr schick. Ne? Das mit dem Logo sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Aber wo ist denn der Master? Den habe ich noch gar nicht gesehen. Und hier, Tom. Wir haben darüber gesprochen, er hat natürlich direkt eine WhatsApp geschrieben, wir haben darüber gesprochen auf der SEMA, dass dieser Mann sein Supra quasi bis zum Umfallen baut. Ja, der dremelt und der feilt und der schleift und der macht und tut. Ich glaube, der will gar nicht fahren teilweise. Aber dieses Auto ist an einem sehr guten Punkt und er hat mir heute Morgen noch eine WhatsApp geschickt. Die werden wir jetzt hier reinspielen und zwar für folgende. Ja, wenn du jetzt zur Messe fährst, kannst du gerne schon mal bei mir in der Supra nochmal diese Seitenverkleidungen anbauen. Ich bringe nachher die Lippe mit und die müssen wir auch noch anbauen. So. Frontlippe fehlt und was war noch? Ich habe vergessen, irgendwas fehlt noch. Auf jeden Fall, so ist es nun mal. Da wird noch auf der Messe gebaut. Ach ja, und ursprünglich wollten wir die Ladeluftstrecke schweißen vom G3 auf der Messe. Dann kam ich aber zu dem Punkt, dass der Krümmer nochmal neu gebaut wird und dann wäre das für die Katz. Also machen wir es nicht. Dass so ein Feuerschutzkonzept hier auch existiert. Ja. Ist ja genug Weg bis zur Hallendecke. Das kriegen wir nicht zum Qualm. Hier gab es schon Standpartys, ne, wo wirklich es kurz davor war, dass die Feuerlöschanlage der Halle anging. Und das wäre wirklich krass gewesen, weil das Wasser ist ja schon jahrelang in den Leitungen auf die ganzen Ausstellungsautos. Hallo, Herr Versicherungsbeauftragter, wir haben eine Rechnung. Ja, ein Monster. Hier sollen wir hin? Ja klar. Hallo. Oder? Also, wir beginnen das eigentlich immer gleich, dieses Messevideo. Der Mann braucht Monster Energy. Habt ihr? Ist das richtig? So muss das sein. Willst du das oder ein anderes? Ja, nee, so ist in Ordnung. Okay. Ich habe schon eins drin und mehr als zwei wollen wir nicht. Ich ja, nicht. Hä, wie viel ist das? Das ist eine Differenz zwischen einem drin und zwei wollen wir nicht? Nee, mehr wollen wir nicht. Ach so, ich habe verstanden, zwei wollen wir nicht. Nee, du willst drei, vier. Hier. Ja, da geht noch was rein. Und bitte. Und so. Und gleich gibt's Pfand. Pfand in 3, 2, 1 und es gibt Pfand. So, das ist ein halber Liter Monster Energy gewesen, der in der Runde drin ist. Und jetzt können wir drehen. Geht's dir gut? Also wenn Messe ist, geht's mir immer gut. Also ich fühle mich wirklich gut. Ich fühle mich auch entspannter als sonst. Ja, du hast ja auch schon Monster drin. Belebter. Das ist eigentlich konträr. Belebter als sonst. Ja. So, also einmal, guck mal, wen wir hier stehen haben. Ich meine, wir müssen jetzt nicht die eigenen Autos angucken, aber hier steht unser wunderschöner Peugeot. Das finde ich eine sehr geile Farbkombi, das haben wir eigentlich auch vor demnächst. Und zwar Neongelb auf so einem grauen Ding, was natürlich eh ein sehr geiles Auto ist, ne? Weil das ist ein F80 M4 M3 Kombi. Das gab es nicht. Das gibt es halt nur hier. Aber ich glaube, das habe ich schon ein paar mittlerweile gebaut, ne? Hallo, ist das deiner? Ja. Hi. Ich würde dich ansprechen. Ja, hallo. Ja. Sehr, sehr, sehr schöne Farbkombination. Die haben wir auch demnächst vor mit dem Bremssattel und dem Lack. Finde ich sehr toll. Aber es gibt mittlerweile ja schon ein paar Kombis, oder? So zwei, drei Stück? Do you speak English? Oh, I'm sorry. No, I'm sorry. Jensen, yeah, the one spec is it.
No, I'm sorry. I thought you're German. No problem. Okay. No, we like the color combination a lot. Yeah. The yellow calipers with the paint job looks great. Thanks, man. But there are now a few station wagons with that engine combination, right? Three or four? With the completely M3 stations. Yeah, there are a lot. In the UK, there are a lot. Germany, Norway. But I think I'm the only one the CS version. Combination with the CS, engine CS, interior, everything CS. Very nice. And it's super sad that they never built that car, right? Yeah, it's sad. This is a perfect sad. The new is very nice, of course. I know, I have one. I love it. Oh, it's very nice. Yeah, I know that. Where are you from? Netherlands. Yep. Okay, nice. Yeah, I've seen your car. You like the interior? Yeah, of course. You really? Yeah, why like not? It? Yeah. It's kind of special. It's very special, but that's I like it about it. So the work is, you can use the rear fenders from the M3, I guess. Right? Yeah, the inner fenders and the outer fenders are from the M3. The bumper, the rear bumper is two. I love how you say bumper. Bumper, yeah. Bumper. Bumper, yeah. Bumper. Stoßstangen, huh? Stoßstange. Stoßstange, yeah. Seitenschwelle, so. Okay. The fenders are for the M3. The complete front is the M3, yeah. But you put it on, there's no problem. There's only one thing you need to do: weld for the subframe. Weld two points, but that's it. That's it. Yeah. Okay. So very easy. The rear spoiler I've made myself because there's no rear spoiler that is nice for this model. It's a little longer, but it looks great. Normally. It goes down, mm-hmm. And now it's more straight and it's longer. It's like the X5M style. So little nice, very nice. Thank you very much. Thank you, Will. Ich muss kurz was sagen. Have you heard that you look like a skinny version of Vin Diesel before? Vin Diesel. Oh, good question. Yeah. Bye bye. I heard it a lot. So. Okay, ich konnte nicht mehr. Das war die ganze Zeit da. Skinny version of Vin Diesel. Dann haben wir hier natürlich unseren wunderschönen Peugeot. Macht sich gut. Die Bila ist, das passt perfekt. Oh, das ist auch geil. Guck mal hier. Das ist wirklich geil. Da haben wir auch schon mal gesprochen mit ihm. Das ist die Einzeldrosselanlage, ne? Für einen VR6. Damn sexy. Das ist wirklich damn sexy. Da kommt mir auch gerade eine Idee eigentlich. Ich muss mal irgendwas nachdenken. Das wird uns auch voll helfen. Ja, auf jeden Fall Einzeldrossel für einen VR6. Aber das ist eine ganz geile Idee für den Thunder Bunny-Umbau. Das passt. Ja, gut. Ich weiß, du sollst mich nicht beim Video stören, aber schön, dass wir über die VR mal reden. Kannst du da mal in Verbindung bringen, dass wir da mal langsam TÜV drauf kriegen? Ja. Ja. Wir sind. Nerv ihn mal. Geh mal hin, nerv ihn ich, mal. Ich nerv den Mann schon genug. Wir brauchen da TÜV. Ist auch wirklich so. Aber ich glaube, die sind da wirklich am Mache dran. Aber ich weiß nicht, letztes Jahr hat er gesagt, nein? Ist schwer. Ehrlich? Abgas und so. Ich weiß, heute habe ich noch. Ich habe gerade mit ihm gesprochen wegen meiner, ja. Wegen 2E, aber da sagt er bis jetzt nicht. Nee. Ich weiß nicht, ob da neue Infos. Wenn nicht, mach mal da ein bisschen. Ja, ich frag ihn mal. Mehr brauchen wir auch. Hätten wir früher nie so gesagt, ne? Nee, aber wir brauchen natürlich. Ja. Aber ganz ehrlich, siehst du es denn direkt? Also, wenn du jetzt da so ein bisschen rumdremelst. Ja. Nein, meinst du? Ja, das steht riesengroß drauf. Ja, das muss ja weg. Ja, das siehst du trotzdem. Meinst du? Normale geht hinten rüber, jeder Polizist sieht das. Weiß der das? Ja, jeder. Ich meine, nach dem Video ist auf jeden Fall. Na, jetzt sind wir doof gewesen. Ja, sind wir doof gewesen. Aber drüben der Corrado mit der offenen, hast du gesehen? Oh, nee. Da steht drüben steht ein schwarzer Corrado mit einer offenen, komplett offene Trichter. Kannst du reingucken. Ja, das ist natürlich geil. Aber dann Steuergerät, alles, dann geht's. Ja, das Ding willst du mal hören mit. Temperaturfühler, alles, das ist auch Verlässlichkeit ist schwierig, weil du musst ja irgendwo die andere Temperatur herholen. Dann hast du ihn entweder neben den einzelnen Stacks sitzen, du hast ihn entweder mit so einem leichten Fühler drin sitzen, dann kriegst du manchmal, wenn es draußen zu warm ist, kriegst du falsche Werte. Also Temperatur noch uninteressant, oder? Der holt sich schon die Lampe. Nein. Du brauchst, wenn du offen fährst und du ihn nicht hast. Offen fährst, ja. Genau, dann musst du es haben. Muss ja irgendwo Luft holen. Exakt, der muss ja Luftwert haben. Die Frage ist, welchen nimmst du? Ja, nimmst du über eine ECU, oder? Kannst du nicht mit der. Ja, aber wo? Wo ne, wenn du den jetzt. Vor, eine Luftmenge, oder? Kannst du nicht Sprit und Luftmenge bestimmt? Alpha N, ja. Du kannst dann aber über Drosselklappenwinkel und so, das könntest du natürlich machen, aber auch da brauchst du dann irgendwo eine Temperatur. Und das ist halt schwierig dann. Nee, das weiß der auch selbst. Ja, das soll er hier auch machen. Hier, wir müssen das. TÜVen, okay. Ja, wir brauchen drei Autos, wir brauchen dafür TÜV. Okay, ich quatsch mit ihm. Klär das. Mach ich. Danke dir. Tschüss. Wir brauchen TÜV. Wichtig. Und Bier. Ich wurde gerade angesprochen von dem Herrn TÜV. Ist jetzt durch, endlich, nach einem Jahr. Ey! Ist er weg? Wo ist er?
Birko lässt es weg. Ja, ah, also, aber er sieht das Video ja. Also ist ehrlich? Ist ganz frisch, ja, ja. Letzte Woche. Was kostet die Einzeldrossel? 3.499. Da ist dann bei Ansaugbrücke die Drosseln, das Winkelstück und der andere Ventildeckel. Okay. Und das Gutachten. Das ist cool. Hm? Und Leistung macht das? Beim 2.8er sind wir bei 26 PS, also 200 PS, ohne andere Änderungen. Ja, wir haben ja Motoren jetzt schon gebaut, ohne die kein TÜV, also Rennstrecke und so. Da sind wir deutlich höher, 240, 250 PS aus 2.8er Sauger. Ehrlich? Ich habe so eine Idee, ne? Ja. Und zwar, warte mal. Können wir machen. Das wäre cool, ne? Hm? Und dann ist die Idee... Das würde auch gehen, halt nicht mit dieser Box, weil wir nur einen zentralen Zugang haben. Ja, genau. Weil dann würde ich das hinten, man müsste das hinten absägen, ne? Weil genau. Wir sind im Plan, ne? Wir sind im Plan. Wir ja. Denken mal drüber nach. Sehr gerne. Aber TÜV ist durch. Ja, TÜV. Hast du gehört, ne? Tschüss. Auf dem Hänger. Weißt du noch? Ja, stimmt. Hallo. 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 Das war das Ding. Oh, das ist spannend. Komm mal her. Da ist ein ECU Master Tacho. Das kennen wir. Oh, Lenkrad, A-Säule. Warte mal. Ja. 1.8T Motor. 200 PS, 500 Kilo. Klingt spannend. Da ist er. Die haben das gemacht wie wir bei dem Thunder Bunny zum Beispiel, dass du einfach die ganze Achse, nee, die ist zu schmal, warte mal, doch, eine umgedrehte Achse, quasi wie damals der Audi Sport Quattro S1 gebaut wurde, man dreht die um und tut die hinten drauf und dann kannst du fahren und hast dann einfach hinten drauf Antrieb. Kannst fahren, bis das passiert. Genau, kannst fahren, bis du einmal dich rollst, Überschlag und dann vorne auch nochmal Mr. Burns machst, ne? Und so. So. Ja. Das hat natürlich kein TÜV. Das Mikro ist geil. Das Mikro, das ist das Mikro. Das Nein. ist das Mikro. Das hat kein TÜV. Kein TÜV. Kriegt auch kein TÜV. Wer hätte das nee. Gedacht? Nee, muss aber auch kein TÜV. Hat Prior gemacht, ne, den Breitbau. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Extra für uns, exklusiv. Und letztes Jahr warst du nicht bei uns. Aber jetzt hast du es geschafft, danke. Ja. Belzec hat den gemacht? Ja, Belzec. Geil. Okay, aber was hat es denn damit auf? Also, das ist dasselbe Auto. Nein, das Auto gibt es auch als Leichtkraftfahrzeug in schmal und mit einem kleinen... Ich meine dasselbe Basisauto. Selbe Basis, ja. Und was kostet so ein Basisauto? 18.000 mit 15 Jahren, 45 km/h. 18.000 Euro? Ja. So, sowas? Oder sowas, auch ziemlich geil. Krass! Das ist krass. Wieso? Mein erstes Tuning-Projekt lackiert. Das ist ja in Dortmund, ne? Nein. Ach so. Okay, der hieß auch Sommer. Hat dasselbe Logo. Aber wäre cool gewesen. Der hat meine Golf 4 Stoßstangen gecleant, das weiß ich noch. Da vorne ist der Brand, den müssen wir auch gleich mal quatschen. Okay, das kostet 18.000? Nee, 21.000 Euro. Ja, wegen der Folie. Das ist top. Die Folie kostet 4.000? Nein, nicht ganz. Also die Coupé-Varianten gehen so bei 18.000 los, ja. Das ist ein Coupé? Ja, oh. Die sieht man noch an. Ja. Setz dich mal rein, muss auch ziehen. Ab 15? Ja. Mit dem Rollerführerschein, den brauchst du trotzdem. Ernsthaft jetzt? Das darf ich mit einem Rollerführerschein fahren? Ja, sehr moderne Roller. Aber ich finde schon 15.000 Euro, also 20.000 Euro für einen 15-Jährigen echt ein Brett, ne? Ja, du fährst ja 3 Jahre, kriegst du von 18, 15 wieder, wenn du verkaufst. Das geht echt. Aber ist schon echt viel Geld, ne? Auf jeden Fall. Aber es wird gekauft. Ehrlich? Wie viele hast du auf dem Verkauf? Also im Jahr verkaufen wir bestimmt 250 Autos. Also deutschlandweit sind wir so bei 1.500. Ja, nicht in der Stadt, eher so ländlich. Wir sind auch ländlich, ne? Was wiegt das? Zu 100 Kilo? Guck mal, wenn du die Tür zumachst. 54 Kilo? 54, ja. Handgeschaltet, ne? Nein. Automatik. Automatik. Okay. Kein DSG. Ja, krass. Ja, gut. Viel Erfolg dann noch. Danke, ne? Gucken weiter. Ja, ciao. Wie heißt das Auto? Eixam.
Eixam. Bei uns erhältlich für Magama. Danke, ciao. So, guck mal da vorne. Hi, grüß dich. Du hast ja schon irgendwie die Zollfahndung. Ja, hier, hier. Was geht ab? Geht's dir gut? Sehr gut. Wenn ich dich sehe, geht's mir immer gut. Oh. Wir beide sehen uns nächstes Jahr. Ja, im Februar. März. So in dem Raum. Können wir eigentlich auch schon vorher drehen? Können wir auch machen. Also ich bin bereit. Ja? Ja. Jederzeit. Freue ich mich. Was gibt's denn für Projekte? Nein. Ich habe auch keine Ahnung. Das ist ein geiles Projekt. Ich weiß schon ein bisschen was. Wird richtig gut. Wird gut, ne? Ja, sehr geil. Sehr geil. Also, dann... Ja, gut, dann sehen wir uns dann, ne? Show. Was hast du dazu? Gibt's schon was zu sagen? Ich hab nicht gesehen. Ich bin jetzt wirklich erst von dort, also von dem Stand. Doch, ich habe was gesehen. Vom Stand hier rüber so. Ich habe was gesehen bei dir, dieses krasse Ding, dieser Golf oder R8. G3, wie nennen wir den? Golf oder R8? Ich weiß nicht. G3 nennen wir ihn. Ja, okay. G3 also, V10. Abartig. Danke sehr. Abartig. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Wirklich. Und ich würde gerne mit dir nochmal eine andere Sache besprechen, geschäftlich. Ja. Ja, das machen wir dann die Tage mal. Oder können wir per WhatsApp? Ja, machen wir. Wir sind WhatsApp-Brüder abends. Genau. Ne? Der schläft genauso schlecht wie ich. Ja. Nee, eigentlich schlafe ich sehr, sehr gut, wenn ich schlafe. So, aber ich schlafe halt wenig. Ja, das genau. Das kenne ich gut. Okay, dann finde ich das auch interessant. Bis später. Ciao. Ciao. Guck mal hier. Mann, das ist echt geil. Jetzt können wir Vin Diesel wieder gebrauchen. Eigentlich können wir hier so reinbauen, einmal ins Bild, ne? Family. Gesprochen. Darf ich mal näher ran? Ja, klar. Ehrlich? Das ist eine Info komplette Technik vom Camaro ZL1. Vom aktuellen Camaro ZL1 die komplette Technik. Axenet. Axe ist Detroit Speed, ist ein Ami-Hersteller, aber alles geprüft und abgenommen. Nee. Nein, also noch die starkste. Ja, ja. Denkst du, man kriegt diese Einzelradaufhängungsgeschichte irgendwie getüft? Ja, definitiv. Weil daran habe ich wirklich Interesse. Ja. Roadster Shop und was, wir sind gerade dran, das zu machen. Ja. So, guck dir mal die Achsen an. Also ihr bietet das an, sowas? Wir bieten das an, ja. Also das Auto zu verkaufen? Nee, das haben wir für einen Kunden gebaut. Und was darf ich fragen, was sowas kostet? Komplett 300.000, gell? Aber es liegt dann alles neutral. GM Performance Motor, 650 PS. TÜV. Wie macht ihr das? Weil das Chassis hat ja eine Grundleistung gehabt von 200... Nee, Coppo Camaro gab es damals schon mit Big Block, 454er Big Block. Wie viel Leistung hatte der? Damals schon über 500 PS gehabt, ja. Ernsthaft? Definitiv, ja. Dann geht das easy. Das wollte ich gerade sagen, ja. Kannst sogar mehr eintragen. Hast Karosseriefestigkeit hast du gegeben und Abgasnorm brauchen wir nicht zu sprechen, gell? Und wo wir ganz ehrlich sind, die hat's ja eigentlich nicht. Also, ja schon, aber ganz ehrlich, wenn so ein Kollege dran reißt, dann ist so ein Auto schon weich. Ja, aber ist ja alles verstärkt. Mit Subframe Connector ist alles von unten, ist alles verstärkt. Warum? Dauert? Wie lange dauert das dann, wenn ihr das baut? Okay, anderthalb Jahre war jetzt die Bauzeit von dem Auto, gell? Aber hier sind 80% Blech neu, gell? Komplett neue Seitenteile rein. Und so begann die Geschichte. Aha. Darf ich mal aufmachen? Ja, gerne. Der Sitz sieht sehr, sehr hoch aus. Kann man noch runterstellen, ist für den Fahrer angepasst. Das ist ein kleiner Mensch. Ist echt für den Fahrer angepasst. Ja? Kommt runter, ja. Okay. Fünfte Karo-Sitz. Ja, sehe ich. Aber, okay. Und wo sitzt ihr? Wir sitzen in Schotten, zwischen Gießen und Frankfurt. Schotten, im schönen Vogelsberg, ja. Ja. Kenn ich. Kennst du echt? Nee. Du hast gelogen, ja, das hab ich angesehen. Nee, aber ich muss wirklich sagen, dass so ein Auto super hängen geblieben ist, weil diese Autos, die wir auf der CIMA gesehen haben, mit diesen wilden Verbreiterungen und diese Fronten, diese Lippen, wie die da so standen, das habe ich hier noch nie gesehen, sowas. Ja. Und die haben einen unheimlich krassen Stance, also die wirkten richtig, richtig asozial. Ja, definitiv, ja. Hat sie uns auch angetan. Deswegen haben wir gesagt, sowas müssen wir nach Deutschland bringen, ja. Ja, weil das ist ja Serie außen. Außen ist ja Serie, ja, aber wir haben schon andere Umbauten gemacht, ja. Wir haben auch schon Verbreiterte gebaut. Okay, ja gut. Also sehr... Ich habe noch einen 69er Camaro. Wenn du magst, schicke ich dir gerne mal Bilder. Der ist echt so verbreitert und macht, der kommt da in Richtung mit Luftfahrwerk drin. Nee, wenn so ein... So zum Heizen, so ohne Luft. Okay, aber vielen Dank. Also finde ich echt geil, dass das hier steht und auch sehr schön. Danke. Auch die ganzen Elemente, Chrom weg und dann schwarz, das ist genau wie es sein soll. Das hat echt Serien. Bei dem Auto, das war die Kundenvorgabe gewesen, dass das Auto Serienmaße alles haben soll noch. Deswegen gekürzte Achse, die Radläufe sind nach innen verbreitert. Hier ist nichts dran verbreitert. Also das sind die Originalmaße, wie ein 69er Camaro hatte damals. Okay, danke sehr. Sehr cool. Bis dann. Danke, ciao. Tschüss. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. So ein Camaro ist geil. Es geht um meinen Schwiegervater. Ich brauche Unterschrift von dir, sonst darf ich die Frau nicht behalten.
Das wäre super lieb. Ob ich das war, stimmt? Das stimmt. Er hat es letztes Jahr schon probiert und er hat mich gebeten, ich soll es machen, aber okay. War nicht da. Danke. Ein Gruß an den Stefan. Danke dir. Ciao. Bielstein hat einen Stand, der echt schick ist, muss ich sagen. Ja, die haben so ein bisschen aufgerüstet zuletzt mal. Finde ich auch. Die haben ihr Game abgesteppt. So, ne? War das nicht vorher auch in der Halle mit KW und genau, so? Ganz früh. Dann waren sie ja mal ganz gar nicht da, glaube ich. Und jetzt wieder da und es sieht cool aus. Viele Displays und so. Ne? Guck mal, da oben sind so Displays und da sind so Displays. Sieht echt gut aus. Und Bier trinken sie auch da hinten. Besten Eindruck gemacht. Das ist so das Frontlippen-Thema, was ich meinte, weißt du? Wenn er die Höhe hat und die Lippe da so vorne rausragt, dann ist das sofort stark. Sofort. Ist das vorne auch so, dass die 3 Zentimeter vorne rausgucken kann? Nee, ich glaube ein bisschen länger. Ich glaube ein bisschen länger, glaube ich. Das ist interessant. Das ist wirklich eine exakte... Guten Tag. Das ist wirklich eine exakte BBS-Kopie. Sogar geschraubt. Aber das ist eine Zweiteilerfelge, weil, also normalerweise würdest du jetzt hier die Trennung sehen an der Schüssel, aber die Schüssel ist eine, aber der Stern ist geschraubt, der Stern hat die Aussparung und der Stern ist wirklich sehr, sehr, sehr nah an einem BBS-Stern, also krass. Ja, machst du den einen oder anderen Schwung, machst du anders. Den einen oder anderen Schwung in der Speiche machst du anders, dann ja. Klappt das schon. Ja, das ist schon wenig Änderung. Also, was man wirklich merkt ist, und ist auch richtig so, BMW ist der Boss, weil M3, M2, M2, E36, M4, M4, ne, also es ist, komm es nicht dran vorbei. Und, oh nein. Alles klar, Hübscher? Ja, und selbst? Gut siehst du aus. Du siehst gut aus. Dankeschön. Frisch aus dem Urlaub. Wo bist du denn hier zu Hause gerade? Ich bin gerade hier bei ProTrack. Die machen unsere Track Wheels für den Golf TCR und die haben ein neues Rad dabei und das wollten wir uns mal anschauen. Du bist Porsche-mäßig unterwegs jetzt? Dieses Jahr war ich Porsche-mäßig unterwegs. Wie hat es jetzt angefühlt? Geil. Motor ist da. Antrieb auch. Ja. Hat Spaß. Gewicht auch. Hat Spaß gemacht. Haben alle 3 6-Stunden-Rennen gewonnen. Ganz knapp leider nicht Meister geworden. Ich habe gesehen, da war einmal so ein... Strittige Situation. Ah, der Benni, das sah nicht nach dir aus. Nee, das sieht von außen auch anders aus, als es tatsächlich war. Muss man wirklich sagen. So wie immer. Nee. Komm. Nee, ist tatsächlich so. Wir haben, also von innen sah es anders aus? Ja, wenn du bei mir auf Instagram siehst, da siehst du die Onboard. Darf ich dir mal zeigen? Ja, machen wir. Weil ich glaube, dann verstehst du wirklich, weil die Onboards darf man ja nicht posten. Man darf sie ja nicht posten. Ich habe aber relativ, wir haben gerade darüber gesprochen. Ich habe eine. Also als Kurzerklärung, du suchst eben. Also das war eine hier, Q&A bei mir auf dem Instagram-Kanal zu der Situation. Ziemlich krass, weil das natürlich viele Leute von mir nicht kennen. Mhm. Und wenn du dir aber jetzt die Onboard anschaust, dann wird relativ deutlich, was da passiert ist. Und es ist tatsächlich so, meine Lenkung ist gebrochen, das siehst du gleich. Okay. Wir haben uns mehrfach berührt. Ich ziehe jetzt gleich in die Defensive nach links außen. Also normalerweise überholst du ja nicht außen. Ich war zu dem Zeitpunkt aber deutlich schneller als dieses Fahrzeug. Sieht man. Jetzt ziehe ich nach außen und jetzt kriege ich gleich einen ersten Schubser leider. Bumm, das erste Mal. Ja, so, ist aber noch in Funktion. Jetzt fahren wir gleich durch die zweite Kurve. Dann gibt es nochmal einen Kontakt. Der Kontakt ist so groß, dass mir das Lenkrad aus der Hand reißt. Achtung, jetzt gleich kommt es. Bumm. Oh ja. Und jetzt, der Winkel nicht mehr, und jetzt steckt mein Lenkrad fest. Schau mal, ich lenke nach links, Auto fährt geradeaus. Jetzt lenke ich voll nach rechts und Auto fährt geradeaus. Bumm. Nee, ernsthaft. Und von außen, wir haben es gerade diskutiert, von außen sieht es natürlich komplett anders aus. Ja. Und du bist schon ein Rennfahrer, der... Du weißt, dass es besser zwischen den Zähnen gibt auf jeden Fall, aber das wirkt da halt nicht wie du. Nein, ich bin absolut fairer Racer. Wenn du heute einen besseren Tag hast als ich, dann drücke ich dir die Hand und sage, geiler Job, nächstes Mal komme ich wieder und schlag dich. Aber jemanden unfair aus dem Rennen zu nehmen, das bin nicht ich. Ich bin Racer, harter Racer. Wir fahren Tür an Tür, wir fahren auch gerne Spiegel an Spiegel. Nur 3-4 Mal in die Kiste fahren ist nicht so meins. Und beim dritten Mal ist mir halt die Lenkung gebrochen. Ich meine, ich hätte als Profi wissen müssen, stell das Auto ab, Benni, bleib cool, geht nicht weiter. Aber wir sind zu dem Zeitpunkt um die Meisterschaft gefahren. Wir hätten nur durchrollen müssen und wären Meister gewesen. Und ich wollte halt nicht aufgeben. Ich wollte das Rennen auch mit einem krummen Auto weiterfahren. Nur, dass das Auto halt so krumm war, dass es gar nicht mehr ging. Das ist eine Millisekundenentscheidung. Und dann hat es halt gekracht. War doof. Aber am Ende des Tages, wir sind Vizemeister in meinem ersten Jahr im Porsche. Ich habe alle 3 6-Stunden-Rennen gewonnen. Mega Saison. Nächstes Jahr auch Porsche? Wir arbeiten dran. Okay, gut.
Also jetzt haben wir auf jeden Fall hier die, die Entschuldigung von Benny und die Erklärung, die ich auch wirklich so, das sieht man so nicht, das ist ja echt krass. Du musst die Onboard halt sehen, ne? Und ja, die ist bei mir im Instagram in den Highlights, Q&A 2023, da ist sie drin. Angucken und ich glaube, dann wird vieles klar. Okay, gut. Benny? Mein Lieber. Bis die Tage. Bis die Tage. Weiter geht's. Oh, das ist aber sehr lecker. Das ist sehr lecker, auch als Coupé, boah. Auch vom Lack her geil, guck mal, die Sidepipe da unten. Da würde ich gerne die Haube mal aufmachen. Sollen wir mal fragen? Fragen mal. Hallo, dürfen wir die Haube mal öffnen? Ja, klar, ist ehrlich? Kein Problem. Ja, geil. Ist das denn von euch, das Auto? Das ist von uns, das gehört uns. Ja. Das gehört euch, okay, geil. Ja. Ah, okay. Also wir sehen hier eine Carjet Tronic, die drunter versteckt ist. Wir sehen, boah, ist das ein K16? Also irgendwas, das ist ganz kleines, ne? Jetzt hast du mich was gefragt. Ist nicht schlimm. Aber der kleine sein, ja. Das okay, ist auf jeden Fall eine kleine Garrett-Lade. Ah, ein Garrett sogar. Ja, boah, dann Garrett. Ist das, boah, das ist noch vor 28, das ist irgendwas ganz, ganz kleines. Dann haben wir hier den Einventil, also den Zweiventilkopf, ne? Ja. Großen Ladeluftkühler. Der Motor ist wirklich ganz geil, der sitzt ja wirklich super weit vor der Spritzwand. Als Vierzylinder, das ist echt, als Vierzylinder, ja, echt geil. Also super alte Technik, noch mit Verteilerkopf und sowas. Also gar nichts wirklich super modernes. Geil. Und wo fährt sowas? Im Moment fährt er gar nicht. Also das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Es ist vom Gründer, das Auto gehörte dem Gründer der Firma Isar Racing. Der ist leider verstorben 2008. Er hat das Auto zuletzt eingesetzt 2006 in der Youngtimer Trophy am Nürburgring. So, seine Tochter hat die Firma ja übernommen damals und seitdem steht das Auto, wir haben es jetzt mal wieder ausgegraben, ist aber tatsächlich damals in der deutschen Rennsportmeisterschaft vor 85 gefahren und dann in Deutschland, deutsche Rennsportmeisterschaft und dann tatsächlich auch 86 in der DTM. Ja, also es ist wirklich ein originales DTM-Auto von 86. Ah, krass. Ja. Einer der letzten, also es gibt wirklich kaum noch welche. Ja, yeah. Okay, vielen, vielen Dank, geil. Ja, danke sehr. Dein Thema, gerne. Echt sexy, ne? Oder? Finde ich. Also habe ich so noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Also die Seitenlinie, da ist es wirklich krass. So ein Auto, so ein Schwedenauto braucht auch gar nicht diese krassen Kurflügelverbreitung, weil das ist ja super gerade, aber er sieht super boxy aus. Also diese Scheinwerfer, der sieht auch aus, als ob er aus Lego gebaut wäre. Aber sieht halt wirklich stark. Also toll. Geil. Wir sind bei Wheel Force und Wheel Force spielen das M2-Game aber stark. Ja, lass uns mal zu dem Habibi rübergehen hier. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Wie geht's dir? Auch gut. Das sieht stark aus. Danke. Das ist die neue CF4. Das ist das Rad, was du Claudio gesagt hast, ne? Richtig. Das für unseren. Für den Touring, ja. Geil. Weil das Angebot kam nämlich, dass das Rad auf unseren Touring, können wir tauschen. Sicher. Also nur, wenn das kein Problem macht. Ja, klar. Und das Rad ist noch konkaver als vorher? Richtig, genau. Gerade vorne fällt es halt richtig auf, ne? Du hast halt jetzt vorne nochmal 120 mm statt 97, war das knapp. Und hinten bist du nochmal 5 mm tiefer. Aber man muss wirklich sagen, ne? BMW und das ganze Thema auf der Messe, die ganzen M2s, M4s, M3s, das ist ja, was dort geht, was, wie die aussehen, das ist einfach fahrende Panzer. Definitiv. Und das ist jetzt auch ein neues Kultfahrzeug, denke ich. Ultra. Ja, die kommen jetzt richtig raus. Also das ist schon irgendwie ein neuer Golf geworden, kann man so sagen. Ne? Ja. Flo so, ja, ja. Nee, also wirklich toll. Der sieht auch wirklich sehr gut aus. Auch in dem Schwarz-Schwarz. Also geil. Definitiv, finde ich genauso. Deiner sieht auch cool aus. Ja, aber wir gucken mal, wie wir noch weitermachen. Na, geht noch was. Okay, danke sehr, viel Spaß. Gut, ey. Echt gut. Und diese Frontlippengeschichten, ne, die machen mich fertig. Geh mal da rüber. Guck mal, wenn der hier runterkommt, ne, was dieses Stück an Proportion und an der... Also für mich spiegelt dieses Stück bis ans Heck ran. Das macht das Auto erst perfekt. Das sind auf jeden Fall mehr als 3 cm, ne? Ja, klar. Ja. Oder? Ja,
Ah, ja, auf jeden Fall. Nee, jetzt mal ernst, jetzt war serious-mäßig. Wie? Natürlich ist mehr als 3 cm. Ja, von der weitesten Stelle. Ja, von dem Eingerückten natürlich. Aber ich finde, für mich ist es jetzt nicht so ultra offensichtlich. Also, ich würde sagen, es sind 6. Also so von hier runter? Ja, würde ich immer noch sagen, es sind 6. Ja? Mhm. Hast du einen Zollstock da oder so? Was zum Messen? Gerade nicht. Nein, okay. Aber die andere Seite ist auf jeden Fall etwas konkaver. Nee, ich meine die Frontlippe, wie weit die rausguckt. Das kann ich dir nicht sagen, aber das ist von R44, glaube ich. Okay, R44. Okay. Das beste Messeauto für mich, muss ich sagen, ist das Holy Hall Auto. Weil in der Zeit, das Auto so hinzustellen und das Auto fährt und das Auto ist fertig, so gut wie fertig, glaube ich, ist für mich wirklich eine massive Leistung. Es ist sehr ähnlich zu dem G3-Projekt. Er hat mir auch gestern Abend nochmal geschrieben, weil ich habe ihm gestern schon gratuliert dazu, dass es wirklich, wirklich toll ist. Und er meinte, wo ich in dem Video sagte, wenn man was montieren will und da ist nichts in der Luft, da ist ein Halter, da ist gar nichts, dann haben die das sehr gefühlt und sehr nachvollziehen können, weil wenn du sowas baust, und das ist, glaube ich, so schwer zu verstehen, du kannst ja nichts hinschrauben, da ist nichts, es ist einfach immer Luft. Und das ist wirklich krass. Und ich muss sagen, dass der Style, den Spagat zwischen Tuning und trotzdem Performance, und das Auto ist wirklich, 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 wirklich krass. Wirklich krass. Das ist komplett auch Gitterrohrrahmen. Das sind dieselben Sitze, die wir auch im Thunder Bunny haben. Also wirklich, wirklich, wirklich gut. Auch mit Pushrod hinten, also alles, was geht. Und mit diesem Auto, finde ich, schaffen wir auch immer schön den Spagat, dass auch andere das machen, zu diesen amerikanischen Umbau. Das ist genau das. Und davon, wenn es geht, bräuchten wir mehr Jungs, die sowas machen, dass wir mal richtig Duftmarken setzen. Weil was wir gut machen, ist sowas. Wir modifizieren sehr gut Autos für den Straßengebrauch. Und das müssen wir auch tun, weil damit verdienst du dein Geld. Damit verdienst du kein Geld. Aber das Performance-mäßig, was wir so drauf haben, zeigt das sehr, sehr, sehr gut. Also wirklich. Ziehe ich sehr doll meinen Hut. Hallo. Geht's dir? Gut. Schön. Wie geht's euch? Hallo. Hab ich. Willst du mich verarschen? Der kriegt Küsschen und ich krieg Hand, oder was? Ah, komm her. Guck. Das Gesicht beim Kuss kriegen. So. Ich werd auch. Aber ich fand das Gesicht geil mit. Gib ihm die Hand. Also. Was? Ja, Mann, diss den Typen nicht an, der gibt dir direkt Kelle. Alter, Flo ist geil. Wie läuft's? Gut. Ihr habt das beste, krasseste Auto auf der ganzen Messe auf dem Stand. Dankeschön. Muss ich. Das Lob gilt an die Jungs. Habe ich auch gerade schon gesagt. Also Holy Hall, also wirklich, also da spielt keiner mit gerade. Das ist echt krass. Es, ja, für mich ist es Kunst. Ja. Ist echt so. Wirklich, haben sie einfach hammerhart durchgezogen, ne? Hammerhart. Also das Auto ist wirklich schlimm gut. Also. Das Schlimme ist, ich bin ja auch so ein Perfektionist. Ich habe wirklich jedes Detail geguckt. Ich habe schon fast gesucht. Schlimm es klingt, leider. Nix. Nee, ich habe auch gesagt, das ist halt ein schöner Spagat zu den Amis rüber. Ich bin stolz, das zu sehen. Es ist toll. Und eigener Stil auch drin. Trotzdem Tuning mit Performance. Also das Auto ist ausnahmslos perfekt. Ja, vor allem einfach dieses Masse. Boah. Ja, so wie du. Masse. Ich hab abgenommen. Masse. Du hast aber auch abgenommen. Ja. Hab ich ja letztens noch gesagt. Hast du gut gemacht. Er stand da vor der Tür, hab ich gesagt, so original, ich mach die Tür auf und so. Er ist abgenommen? Oder nicht? Meine erste. Oder nicht? Ja. Ich war morgens bei dir, was habe ich abgeholt? Schlauch. Irgendein Schlauch, ja. Ja. Schlauch abgeholt. Ehrlich, Tür ging auf, meine erste Reaktion, Alter, du hast abgenommen. Das ist das, was jeder Kraftsportler hören will. Hast du doch, nein. Ich habe ihm gesagt, du siehst gut aus, abgenommen. Ah, okay. Ist so. Hast du nicht? Hab ich wohl. Habibi. Ich habe dir wirklich Komplimente gemacht. Jetzt lass Augen. Nein, ich weiß jetzt immer wieder, wenn du zum Pumpen gehst und einer das erste abgenommen ist, das gleich so. Bruh. Ja, das willst du hören. Nein, du bist richtig maskulin. Oh. Du bist eine Maschine. Mm. Du bist die geballte Power aus Testosteron. Mm. Nicht wie ich, weil bei mir ist leider nichts mehr. Du bist einfach schön. Nee. Nein. Nein. Ich bin alt. Hast du die Zähne neu gebleached? Ja. Gut? Leicht grau. War ehrlich? Nein. Spaß. Nein. Aber nochmal zurück zum Auto, ja, um die Brücke zu schlagen, bevor es zu cringy wird hier. Es ist halt einfach wirklich gut. Ja. Und
Ja. Hast du Bock auf so ein Gruppe 5 Ding? Wie meinst du? Ja, gibt da mehrere so Gruppe 5 Kaliber, die man bauen könnte. Allgemein, findest du sowas gut, Gruppe 5? Voll. Voll gut, ne? Ja, finde ich auch. Also, klar, volles Rohr. Ich würde halt erstmal gerne, das ist unser Plan für nächstes Jahr auf jeden Fall, dass wir wirklich alles fertig bauen, was wir so angefangen haben. Und dann, natürlich wird es auch neue Autos nächstes Jahr geben, auch eine Menge, aber halt, dass wir erstmal auf Null kommen und dann beschäftigen wir uns mit verschiedenen Bomben. Aber er wird auch herausgefunden haben, dass das vom Aufwand her, vom technologischen, weil er hat mir gestern Abend nochmal geschrieben, das ist halt wirklich schlimm. Das ist ganz übel. Und für den Zuschauer, der vorbeigeht, ist das getuned und das ein getunedes Auto? Nein. Nein. Also ich kann echt nur sagen, es gibt ja dieses Bildmaterial, wo die zeigen, was die da machen. I was caught up in a situation, could have gone real bad. Yeah. I did, took a long vacation, no doubt left man of them mad. Gone. I left the hood, I said I would, so I'ma get mine and I won't feel bad. Nah. If they could, they probably should, but most man end up. Ey, das ist ja irre. Da ist ja im Endeffekt nur noch die A-Säule, das bisschen Dach über und der Rest ist ja komplett einfach selbst gebaut. Ja. So, ich meine, wenn ich jetzt anfange, ein Auto zu bauen, das sieht dann irgendwie aus. Aber nicht so. Weißt du, was ich meine? Ja, du kannst das auch. Nicht so, nein. Du bist auch ein Habibi, Alter. Du immer wieder downgraden. Nein, nein. Nein. Ey, wenn ihr die Autos seht, der Typ hier so baut und hat und so, die sehen auch alle sehr toll aus. Danke. Ist doch so. Aber das ist ja was ganz anderes. Das, was ich mache, ist so ein bisschen Räder, vielleicht ein bisschen tiefer und so. Und dann ist das so classy. Ja, nee, klar, das ist mehr Aufwand, aber... Ah. Nein, okay, also wir haben schon den gleichen Geschmack, so was Classiness angeht, okay. Aber das ist für mich wirklich, das ist ganz weit weg. Ich könnte so was nie im Leben bauen. Alter, kriegt jemand ein Spachtel ans Auto, ein Klingelansfahrrad und dann weißt du sowas. Wir gehen weiter. Der geht mir auf den Sack hier. Tschüss. Flo, ich liebe dich trotzdem. Ja, Dankeschön. Selo der Graue. Christian, komm. Danke. Guck mal, wie er guckt. Oh, komm her. Tschüss. Das ist wirklich krass. Ne? Es gibt nicht so viele Autos. Es gibt M2s, M3s und RS6. Und dann halt Retro, die sind dann gemischt. Aber bei neuen Autos... Aber ich finde, so ein, zwei Tesla habe ich schon gesehen. Das ja, auch. Ja, ja. Aber auch, aber komm. Ja, stimmt. Aber hier haben wir zum Beispiel M2 ohne Frontlippe wieder. Das kackt schon ab. Steven? Bist du auch hier? Ja, wir haben einen neuen Akku drin. Und wir sind in der Halle, wo ich finde, wo wir am meisten zeigen, was wir drauf haben. Und wenn ich das so sehe, eigentlich mehr als fast alle anderen. Also es ist wirklich, die Qualität in der Tuning-Experience-Halle schlägt wirklich fast alles. So ich find, krass. Das ist Mini-Sima hier. Ist es geil. Mini? Guck mal, guck dir das mal an. Geh mal richtig hoch. Geh mal richtig hoch, wie weit das geht. Und guck mal darüber. Weil Sima ist zwar ein größeres Gelände, aber ganz oft gehen wir durch die Gegend und machen so, wow, wie ist die Luft da oben, Truckfahrer. Ne? Aber was ja auch so eine Daseinsberechtigung hat, aber für uns, was wir gut finden, die Menge, die hier drin ist, sage ich dir ganz klar, ist mehr. Weißt du, was wir machen nächstes Jahr? Wir zählen die Autos einmal, die gut sind für uns. Ach so, ich dachte schon. Nein. Ich will also, die Autos hier nicht zählen. Nein. Aber wir zählen die Autos, wir fragen gleich einmal hier, die wissen ja, wie viel drin sind. Ich sag, das ist mehr. Und ich sehe hier keinen Truck, was nichts gegen Trucks ist, aber... Ja, hier steht. Ja. Hi. Ne, ist wirklich gut. Also, wir springen mal rein und gucken uns mal aus, was wir gut finden. Das ist eine Menge. Also ein Auto habe ich gefunden, was ich richtig finde, ne? Das ist das. Richtig asozial. Danke. Da, gerne. Danke für die Videos. Gerne. Der ist. Soll ich mal wirklich was sagen aus meinem tiefsten Herzen raus? Ich finde, ganz, ganz, ganz viele bauen viel bessere Autos als wir. Ja, das ist halt so. Also, kommt, man muss halt auch die Menge sehen. Hä? Die Menge muss man bei uns sehen. Genau. Das ist so das. Es gibt auch bestimmt Leute, die, also nicht bestimmt, es gibt Leute, die bessere Videos als wir machen. Aber voll! Dinge. Voll, die gibt es auf jeden Fall. Und ich traue mir halt zu, das zu bewerten und gehe dann um die Autos rum. Und innerlich denke ich mir so, boah, das ist echt ein Brett, ne, das Teil. Und dann lese ich in den Kommentaren, boah, JP und so, macht das mega gut. Und innerlich denke ich mir so, nein, Mann, ich habe den Karo gesehen letztens, das Ding hat den Vogel abgeschossen, weißt du? Ja, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Boah, die Felge, perfekter Style. Perfekt. Sogar eine Art Wahn. Ja, wo kriegst du sowas her? Ne? Das ist wirklich geil. Das ist ein alter Celica, glaube ich. Das ist eigentlich wollte ich eintreten. Der hat doch getroffen. Hi. So, das ist wirklich, das ist genau der Style.
den wir bei uns noch nicht haben. Und sowas wird nächstes Jahr bei uns auch losgehen. In die Richtung. Und da freue ich mich auch mega auf das Projekt. Guck, wow. Ne, wirklich ein ganz geiles Bodykit, weil die ganze Schulter ist verbreitert. Ne, der Übergang in der C-Säule siehst du gar nicht so richtig. Ne? Dann im Schweller siehst du die Kante hier an der Tür, wie er da rauskommt. Und du siehst an der Rückleuchte hinten die Verbreiterung. Aber es ist so schön integriert, dass du irgendwie nur denkst, boah, der sieht fett aus. Aber der hat ein Bodykit drauf, aber nicht typisch mit Löcherchen und gebohrt und Keder, sondern wirklich integriert. Und dann halt oben verspachtelt, irgendwo in der Säulenhöhe. Ah. Ich bin gerade hier und merke einfach, ich liebe Autos. Ich mag Autos echt gerne. Wäre schlecht, wenn du jetzt merkst, dass du es nicht tust. Ich mag Autos gar nicht. Da links ist ein Nee, da rechts ist was, was wir die ganze Zeit in den Gruppen bei uns besprechen. Also klar, ein Corrado sowieso. Das ist immer wieder, geil, dass das hier steht, das ist immer wieder Thema bei uns. Immer wieder. Und zwar nicht in dem Style, sondern im, hi, in einem ganz, ganz anderen Style. Weißt du? Also wirklich ein Auto, was immer wieder auftaucht. Das müssen wir auch mal machen. Aber anders. Das ist für mich der geilste auf dieser Messe. Das ist wirklich geil, das Teil. Wirklich geil. Weil die haben einfach sich den Aufwand gespart, den wir gemacht haben, und einfach das ganze verdammte Motorrad reingebaut in die Karre. Und das, sorry. Hi. Und das macht einfach schon Sinn so. Ich finde das so geil, ne? Ist mega. Das ist die Weiterentwicklung von unserem Twingo. Gibt es denn Videos, wo die wirklich damit durchdrehen und fahren? Mega krass. Also das hat mich komplett aus dem Leben geschallert. Voll. Und vor allen Dingen, guck dir das mal an, wie frech einfach der Dom an deinem Sitz dran ist. Aber es müssen ja zwei fahren, oder den Gaspedal. Ach, der hat ein Gaspedal. Ach, und der geht ja da hinten. Ja, ja, geil. Das kann trotzdem einer fahren. Und guck mal da oben, die Hydraulikbremse ist am Dachhimmel oder an dem Käfig da oben. Und das Duftbaum-Game spielen sie gut auf jeden Fall. Alter Schwede. Das ist auch geil. Yeah, one second. You good? So this guy is from the Bahamas. All the way here. And I'm so happy that you guys came over. I'm happy to be here. You like the show? I love the show. Yeah. Amount of cars. It's a lot of cars, more than I've ever seen, and it's a lot of cars I probably won't ever see again. That's true. Yeah, I mean, you know, I saw a Pagani today. Yeah, that's the first time I've ever seen a Pagani, for sure. There are, I think, around 20 Paganis in Nassau, right? No, I'm joking. Not in the Nassau. Not one. Not a single one. No. Die Jungs sind rübergekommen in der Gruppe mit Wulfi, meinem Freund aus Nassau. Ein Deutscher. Und hat alle Mitarbeiter eingeladen nach Deutschland. Wir waren im, we've been a tour to the museum. Everything, look at everything. And you guys are a group of? 10. It's a group of 10. 10 Leute. Und das ist wirklich schön. So you all split out and you all over the show? Yeah, all over the show. I think maybe 3 left already. They got a little tired from all the walking. But Wolf is here, you know. A lot of us are still there. So it's a lot to see. It's a lot to see. A lot of good cars here. Okay. So. Good to see you, man. See you home. Yeah. Bye-bye. All right, have a good one. You too, man. Für mich ist so schön, den Akzent immer zu hören, weil er halt sehr anders ist und immer ein sehr krasses Heimatsgefühl. Und ich finde es so schön, dass die Jungs aus Nassau hier hinkommen. Weil Nassau ist so anders. Nassau ist, wir waren ja noch nicht da. Nassau ist so groß wie die Messe. Gefühlt. Ja. Kleiner. Okay. Und bin gespannt. Nassau ist nichts. Ist klein. Ist 24 Kilometer mal 12 ungefähr. Oder 10, das ist nix. Ja, also. Irgendwer wollte gerade was hier. Hm? Irgendwer wollte doch gerade was hier. Ja, der wollte, dass wir uns reinsitzen, genau. Ja. Hi. Wanna sit inside? Yeah, where are you from? Complicated. Poland, you can say. Okay. Yes, I live in Poland. Nice. So we can go inside? Try. Okay. You can take this? Yes, of course. Ideally, take off the steering wheel if you want to fit in better. There's a button. No, first there's a button. And then you pull it up. Okay. Get your first leg through all the way. That wasn't a great choice. Okay, you managed. How's the feeling? It's very comfortable, to be honest. Yeah? Not. That's... Is there a door? No. No, why? No. We lost it. Yeah, of course. No, actually, we got rid of it because then you wouldn't see everything that's happening inside. And why would we hide all the stuff inside the car? So the throttle is connected to the original from the bike? Throttle, brakes and clutch. Everything is connected.
So in the beginning, when I saw the picture on Instagram, I thought two people have to drive it. One is steering, one is on the motorbike. And the other one is sitting on the motorbike. At first, yes, before we did this, we were driving it like that. Okay, cool. So how long did you drive? I mean, the build took how long? Overall, I think 6 months or so, but proper 3 weeks. Yeah. Full work. It was a crazy 3 weeks. But the crazy thing is that it is very attractive too. It looks great. Yeah. It does. That was the whole point, to make it like... just to make it like super fun to look at. And it looks like a toy. It's and like that's my smile favorite, at it. Favorite on the whole show. Yeah? Yeah. So all the framework is from you guys? Yeah. That was our first time making roll cage. Great. We never make anything like this, so and we you, just... You get your own bending machine? We borrowed it from a friend. He said he'll borrow it for beer. Hydraulic? Yeah. No, just a manual. Nice. And we were also very drunk when we did this. Yeah, you gotta do. Of course. You gotta be drunk to do this. Yeah. When in Poland. You guys are drunk? Yes. You had the base car anyway? Yeah, we bought this car like 4 years ago, I think 3 years ago, and it was just a regular van. We wanted to transport our merch for the event, but then it got too small. It didn't work as well. It had a 1 liter engine from 1985. Then we were like, okay, let's put a motorbike engine, make it easy, you know. So many people do this, easy job there. And we were like, we got drunk at the fireplace in the summer evening, and we were like, we need to buy a bike anyway. Why would we take the engine out? Let's put the bike in. Sounds reasonable. 2 week job turned into 6 months. Nice. Thank you very, very much. No worries. Thank you so much. Okay. Geil. Also sieht halt auch wirklich gut aus, ne? Sieht wirklich gut aus. Sieht super clean aus auch. Ja, einfach geil. Was noch auffällig ist, in dieser Halle hat ja eigentlich, du bist ja fast schon raus, wenn du ein Gussrad fährst. Hier ist ja jedes Rad dreiteilig. Ah, Gussrad. Hier ist ja fast jedes Rad dreiteilig. Und die Qualität, du kannst in egal welche Richtung gehen und wir können in dieser Halle, wenn wir über jedes Auto reden würden, was gemacht wurde, in welchem Detailgrad, dann könntest du hier, denke ich mal, wirklich 50, 60 Videos machen in dieser Halle. Es ist einfach eine Fülle, die ist unglaublich. Ja, wenn du jede Geschichte von jedem Bau erzählst, dann ist das auf jeden Fall never ending story. Ein Video, drei Autos, zwei Autos, dann hast du hier, bist du hier für immer beschäftigt. Celo hat ja gerade noch gesagt, der hübsche Mann bei H&R, seine Autos sind nicht so krass. Das ist zum Beispiel auch seiner. Und das Ding ist wirklich auch super sexy. Und wir hatten ja vorhin die Frage, wie viele Autos hier drin sind. Das fragen wir mal hier. Hallo. Guten Tag, junger Mann, ich grüße. Hallo. Hallo. Wie viele Autos sind hier drin? Rund 160 Fahrzeuge haben wir aus ganz Europa beigekarrt. So, weil wir uns nämlich gerade Gedanken gemacht haben. Der Punkt ist nämlich der, wenn man die CIMA-Show so sieht, ich glaube, dass wir von diesem Style und dieser Qualität deutlich mehr Autos hier haben als in Vegas. Gebe ich dir 100% recht. Wir haben uns ja dort getroffen auf der CIMA und du siehst die Highlights. Die Leute sehen auf Instagram, das geht ab auf der CIMA, aber die sehen einzelne Aufnahmemomente. Ne? Und hier siehst du in einer Halle so viele, da läufst du auf der ganzen CIMA in alle Ecken. Das Einzige, was ich hier vergleiche... Und weniger. Das Einzige, was ich auf der CIMA als absolutes Highlight sehe, ist eben der Toyota Strat Pass. Dort ist jedes Auto eine absolute Granate. Das ist da, wo du eigentlich stehen willst. Und ja, da kann dir nur den Mundwinkel runterklappen bei jedem Auto, wo das steht. Aber ansonsten ist auch gerade die Qualität, die die Amis oft im Detail abliefern, nicht das, was wir in Deutschland sehen. Na, im Endeffekt ist meine Meinung zu. Sehe ich exakt genauso, weil es ist ja eigentlich erschlagend. Ihr macht das schon so lange und ihr macht das so gut, dass man sich daran gewöhnt. Aber wenn man wirklich mal bewusst so drauf guckt, jedes Auto einzeln, und das ist ja dieser Effekt, der immer wieder passiert. Wenn es so viele sind, dann fängst du an, nicht mehr jedem die Aufmerksamkeit zu schenken. Ja. Aber alles ist immer wieder eine absolute Bombe. Und dann fängst du an zu hudeln. Aber alles ist geil hier. Also gebe ich dir auch recht, ich werde oft von den, heute haben wir Medientag andauernd, ist ein anderer Fernsehsender da und die fragen, hey du, was ist hier das Highlight? Du kannst hier nicht ein Highlight rausholen, du kannst sagen, vielleicht der eine ist mein persönlicher Favorite, aber jeder Style, der hier ist, da sind Autos mit dabei. Ich weiß nicht, ob du die Supra gesehen hast, ne? mit den Dragstar-Reifen drauf und sowas. Ne? Das Auto hat halt irgendwie fast 1300-1400 PS im totalen Setup. Ne? Das siehst du erst, wenn du dich damit auseinandersetzt. Oder hier Kevin, ich glaube, ihr wart auch schon bei ihm gewesen mit dem Motorrad drin, nee, der kleine, der Hatsu. Das ist ein Auto, das ist mit 6000 Euro gebaut worden und ist der totale Attention-Getter. Und das zeigt ja auch, dass du brauchst nicht unbedingt viel Budget, du brauchst Ideen, Kreativität, paar coole Kumpels und dann kannst du die geilsten Sachen bauen, ne, im Endeffekt. 100% so. 100%. Das habe ich vorhin auch gesagt bei dem Frage-Antwort-Video, ja, was am Freitag kommt.
der Typ, der sich die BBS-Räder für 8.000 holt und der Typ, der sich bei eBay für 300 Euro die Räder holt, ich sage euch, der mit den 8.000 Rädern, der hat nicht mehr Spaß. Nee. Der Spaßfaktor, wenn du die Räder drauf machst, das ist der gleiche. 100%. Wir haben heute Morgen zwei Autos verglichen. Da war, hier vorne steht, ich weiß nicht, ob du den Mercury Coupé gesehen hast, der vorne, der steht ja ganz vorne, ist ein Mercury Coupé, der hört auf den Namen Mercurius, der ist gebaut worden von einer Ikone, der war für die Formel 1 zuständig, als Lackierer alles und so weiter. Und das ist ein, ich denke, er ist so um die 60 Knut, der Hot Rod Hangar, der hat auch schon mal quasi ein Format im Fernsehen gehabt und der hat das Auto gebaut aus Meisterwerk. Da ist so richtiges Sterling, Silber ist auf dem Auto mitverarbeitet worden. Allein die Lackierung, die kostet mehr wie die meisten Autos hier, ne? Aber das Auto kriegt genau die gleiche Attention wie der 6.000 Euro, der hat so, der einfach mit Liebe, Kreativität und allem gemacht worden ist. Und Ideen. Ja, Ideen. Mit dem Geld machst du lieber einen schönen Urlaub, baust du noch ein anderes Auto oder spendest für irgendwie einen karitativen Zweck oder für Tiere oder egal was. Ne? Und du brauchst geile Ideen. Such im Internet, such gebrauchte Teile, such dir irgendwie was. Und ja, deswegen bin ich auch großer Fan von dem, was ihr gerade so alles abzieht. Also mit dem E36 Coupé Golf 3. Mein erstes Auto war ein Golf 3 gewesen. Den habe ich heute noch. Den habe ich damals von VW6 raus auf G60 umgebaut und sowas. Ne? Ich muss zugeben, manchmal eskaliert er bei mir und dann startet es als diese Idee und das habe ich auch in den Kommentaren gelesen und ich musste auch echt selbst lachen. Und es war auch nicht ein böser Kommentar, sondern es war so, es geht jetzt so los und nachher eskaliert es bei ihm sowieso wieder und dann kostet die Karre so wieder ohne Ende Geld. Ja, das ist so dieser Spagat, der da so ist. Aber zum Beispiel haben wir auch überlegt, den Twingo auszustellen, weil der Twingo ist von der Begeisterung und vom Spaß her so hoch. Der Flashback mich direkt zurück zu dem gestickerten Touran damals. Ne? Im Endeffekt, das weiß ich schon, das waren die ersten Jahre, da war ihr mit dem Truck noch da gewesen. Ja, Mann. Und das war richtig geil. Da hat jeder Bock drauf gehabt, hat sein Sticker drauf gemacht, dran getatscht, du konntest Teil des Ganzen werden. Und das ist es, ich sag immer, hier geht's. Regt mich heute noch auf. Ich sag immer halt hier, ne? Hier geht's um Autos, aber die Tuning Experience soll eigentlich den Lifestyle, den wir haben. Da gehören Kleider mit dazu, da ist eine Musikkultur drum entstanden. Aber das Allerwichtigste sind die Menschen. Weil wenn du so ein Auto baust, kommst du immer an Probleme. Du bist auf andere angewiesen. Und wenn die sich helfen, wenn die dir helfen, das ist das, was es ausmacht, der Zusammenhalt. Und das ist nicht nur bei Autos, das brauchst du, wenn du ein Haus baust, wenn du eine Freundesklicke hast, wenn du irgendwie in deiner Schulklasse bist, machst du die Hausaufgaben, da brauchst du auch mal den Support von anderen, die es versteht haben. Und darum sollten Menschen sich mehr orientieren, miteinander zu arbeiten. Das finde ich bei unserer Szene so geil. Eine letzte Frage habe ich, und zwar, wie viele Autos, das sind jetzt wie viele? 160? 160 hier. Wie viele könntest du in der Qualität ausstellen? Würden wir mal eine Traumwelt bauen, die Halle wäre unlimitiert groß. Wie viele Autos in der Qualität würdest du reinkriegen? Also ich würde jetzt behaupten, ohne irgendwo ins Schlittern zu kommen, wo ich dir die Hand für ins Feuer legen könnte, mindestens die vierfache Menge, mindestens jedes Jahr, weil wir haben eine Warteliste, die ist immens groß. Wir sind über ein Jahr im Voraus. Ne? Also wir sind jetzt schon jede Menge Autos für nächstes Jahr schon fast voll. Wir vergeben dann immer nur noch ein paar Wildcard-Plätze für ganz neue Projekte, die wir erst quasi nächstes Jahr neu aufpoppen. Wir wissen natürlich im Vorfeld schon viele Projekte, die erst entstehen, die noch unter geschlossener Haube halt sind. Ne? Aber ganz ehrlich, ich könnte dir hier Namen nennen, die drauf warten und vorher anrufen, die jeder kennt, die sagen, ey, habt ihr noch einen Platz? Aber wir bleiben nur unserem Game immer total treu und loyal. Jeder, der seinen Platz hier hat, der den verdient und den behält er halt eben. Wir können nur nachbesetzen, wenn jemand wegfällt. So ist das, aber es sind richtig krasse Autos dabei, die schon auf Liste sind, die warten halt eben. Ne? Danke sehr. Gut. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich auch. Gut, bis bald. Viel Spaß. Weiter geht's. Ciao. Gequatscht haben, habe ich immer wieder rüber geschielt zu diesem Auto. Ich glaube, für mich persönlich ist das gerade das Coolste hier. Weil ich finde die Kombi mit den Weißwandreifen und der Lackfarbe und dem Innenraum extrem gut. Und ich glaube, das ist auch ein Kit-Car, also das ist kein echter 356. Ich finde es wirklich schön. Ja, das ist ein Replika. Oder? Ist super gut. Super. Also das ist wie so ein Chesterfield-Sessel, finde ja, ich. Ja. In tief. Boah, ich weiß gar nicht. So viel. Es ist so viel Gutes. Komm, wir gehen einmal nochmal da und dann gehen wir in eine andere Halle. Ich will euch so viel wie möglich zeigen. Hey, hello. Hey, Beauty. How are you? How are you? Yeah, good. I like it here. I know. Fun. It's great. Yeah. Your car is already back? Or still in America. S15. I've left it in America, so you don't break it again. Yeah, I've left it in America for now, but I'm going to bring it back, probably bring a new look. But I've got the Chevy on the stand. Have you seen the Chevy yet? No.
let's talk about this another time. Oh, okay, okay. Don't want to give too much away. No. Because one of your cars will be at our place. Yep, apparently so. For how long? How long do you want it? Let's talk about it later. You're hard to read. Yeah, that's true. It saves me taking them all the way back. Saves that's what I thought. Costs. So I'm actually paying back your diffuser. Yeah, you're helping the car community. That's true. One trip at a time. Talk to you later. Das ist echt verrückt gerade, weil wir hatten das Design, also ein John Player Design, war auf dem Boost Wars mal drauf. Das hat mir aber nicht gefallen. Der Wagen war wirklich 14 Tage so. Da gibt es, glaube ich, kaum Bilder von. Der Wagen war mal so. Das, ich habe oft gefragt. Ah, stark. Das ist stark. Das da hinten ist auch ein geiler Style. Guck mal. Ein M3 mit so einer Japan-Tröte drunter. Siehst du das? Der Auspuff. Das ist Geschmackssache. Ja, aber ich finde es cool. Mal was ganz anderes. Oder? Sehr anders, ja. Ja. So, jetzt gehen wir mal hier vorne runter und dann die andere Halle noch. Und dann müssen wir langsam mal Schluss machen, ne? Das ist einiges jetzt gerade. Jo, weiter geht's. Mit diesem wunderschönen Ausblick machen wir jetzt Ende für Teil 1. Und ich denke, morgen machen wir weiter im Text und schnappen uns noch ein paar Leute, ein paar Interviewpartner, ein paar Autos, die wir uns dann anschauen und werden uns wirklich ergötzen an diesen wunderschönen Autos. War das gut? Wir müssen der Tradition ja nachgehen. Also, es waren sehr wenig Leute in diesem Video. Die man veräppelt, meinst du? Mit denen man ins Gespräch kommt. Ah ja, ich verstehe. Okay, wir werden versuchen, dass wir das morgen nochmal etwas intensiver machen. Morgen sind aber auch deutlich mehr Leute da. Das heißt, morgen wird es intensiver. Bis morgen. Tschüss.